Herzinfarkte mithilfe künstlicher Nanopartikel vorhersagen, Depressionen mit Software behandeln und Hautkrebs durch Algorithmen diagnostizieren. Das alles ist nicht das Drehbuch für einen neuen Science-Fiction-Film, sondern die Ziele von großen Tech-Firmen wie Microsoft, Facebook, Amazon, Apple und Google. Denn die sind fest davon überzeugt, das Verständnis von Krankheiten sei letztendlich ein Datenproblem, das gelöst werden muss. Wie das genau funktionieren soll und ob das nicht nur die Medizin, sondern tatsächlich unsere komplette Welt schon bald auf den Kopf stellt. Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Im Forschungshauptquartier von Microsoft geht es schon länger nicht mehr um Windows oder Word. Es geht um Behandlung und Heilung von Tumorpatienten. Doch es wird nicht direkt an Patienten und Patientinnen geforscht, sondern beispielsweise an dreidimensionalen Computertomographie-Darstellungen. Das Ziel, den Krebs besiegen oder ihn zumindest eindämmen und vernünftig behandeln zu können. Sehr viel Personal spezialisiert auf medizinische Informatik, aber vor allem unzählige Server arbeiten an diesem Ziel. Die Beteiligten sind sich sicher, da findet gerade eine riesige Revolution im Medizinbereich statt und die treibenden Kräfte dabei sind der technische Fortschritt und die Digitalisierung. Tech-Giganten wie Amazon, Apple, Google oder Facebook investieren in neues Personal aus den Bereichen Biologie, Medizin und Chemie und öffnen komplett neue Abteilungen. Zusammen mit Software-Experten und Expertinnen sollen sie die große Rechenaufgabe lösen. Die Rechenaufgabe, deren Ergebnis am Ende die Biologie entschlüsselt und uns Krankheiten von Grund auf verstehen lässt. Die medizinische Datenverarbeitung dient als Grundpfeiler dieser Logik. Die Instrumente, künstliche Intelligenz und die Analyse und Auswertung riesiger Datenmengen innerhalb kürzester Zeit. Das Ergebnis: Zellfunktionen verstehen, Genome, also die DNA, kostengünstig sequenzieren und neue Medikamente entwickeln. In der medizinischen Grundlagenforschung im KI-Bereich geht es aber auch um grundsätzliche Fragen wie: Wie können Patienteninformationen wie Puls, Insulin oder Blutwerte kontinuierlich analysiert werden und wie können solche riesigen Datenmengen an Patienteninformationen maschinell ausgewertet werden? Hier ein paar konkrete Beispiele aus der Praxis. Bei Amazon geht es hauptsächlich um virtuelle Arztbesuche und darum, wie sich riesige Datenmengen im medizinischen Bereich in einer Cloud speichern lassen. Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer, unterstützt ein Forschungszentrum, das einen menschlichen Zellatlas aufbauen soll. Google möchte mit Hilfe von Software Depressionen heilen und Herzinfarkte mit Hilfe künstlicher Nanopartikel voraussagen. Wow! Das klingt wirklich irre. Und das alles läuft tatsächlich wie geschmiert, denn die Rahmenbedingungen in den USA sind optimal. Das amerikanische Gesundheitssystem boomt. Mehr als 20% der Staatsausgaben fließen in diese Branche. Zudem ist es für die Tech-Firmen nicht schwer, ihre Innovationen unter die Leute zu bringen. Die FDA, also die amerikanische Arzneimittelzulassungsbehörde, hat erst vor kurzem das Prozedere beschleunigt, durch das Technik-Medizinprodukte überhaupt für den Markt zugelassen werden. Das alles basiert auf den Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz und die sind nach Meinung vieler Experten und Expertinnen innerhalb kürzester Zeit regelrecht explodiert. Mittlerweile ist es gar nicht mehr nötig, Software zu entwickeln, stattdessen entwickelt sie sich selbst, da sie aus Daten lernt. Und genau das wollen sich die Forschungsabteilungen zunutze machen, so wie Microsoft in seinem Projekt Hannover. Ihre Idee: Computer könnten für jeden einzelnen Patienten und jede einzelne Patientin individuell angepasste Medikamentencocktails finden. Statt einen Wirkstoff nach dem anderen zu testen, könnte intelligente Software auf Grundlage der genomischen Daten der Patienten die Literatur nach der perfekten Medikamentenkombination durchsuchen. Auf einen Schlag können so tausende von Kombinationen analysiert werden und dem Ärzteteam vorgeschlagen werden. Durch die Zusammenarbeit mit dem Menschen könnten die Maschinen dann sogar immer weiter dazulernen und ihre Intelligenz ausbauen. So etwas Ähnliches. Derzeit wird das bereits in einem Pilotprojekt in Oregon getestet, und zwar am Knight Cancer Institute von Microsoft. Künstliche Intelligenz, also Entscheidungshilfe, als eine Art Arzthelfer mit schier unendlichem Wissen. Und das ist nicht das einzige Projekt, das Hoffnung macht. IBM hat eine KI entwickelt, die die DNA-Sequenzierung eines Gehirntumors schneller und zuverlässiger analysiert hat als das gesamte Team von Experten. In Israel arbeitet ein Forschungsteam an einem virtuellen Gesundheitsassistenten,
Assistenten, der die Patienten und Patientinnen im Chat berät. Die Maschine hat Zugriff auf eine riesige Datenbank und alle Aufnahmeprotokolle. Bei Wunsch zudem auf die persönlichen Daten der Patienten. Auch wenn es immer wieder Kritik an dieser Datensammelei gibt, in diesen Fällen ist das nicht nur äußerst sinnvoll, sondern bildet tatsächlich die Basis für diese Art von Forschung. Die Gefahr allerdings bleibt, was passiert, wenn Konten gehackt und Fremde vollen Zugriff auf die gesamten persönlichen und wirklich intimen Daten von Patientinnen bekommen. Abgesehen von einem Hackerangriff, wer genau hat Zugriff auf die Daten? Krankenkassen etwa, die so viel mehr über ihre Mitglieder erfahren, als diesen vielleicht lieb ist. Doch genau das ist der Spagat. Nur wenn die Maschinen vollen Zugriff auf möglichst viele Daten haben, können sie funktionieren. Die Frage also, lohnt es sich dafür, alle seine Daten herzugeben? Eine große Vision der Tech-Firmen ist es übrigens auch, die menschliche Biologie irgendwann einmal so steuern zu können wie eine Software. DNA könnte dann beispielsweise programmiert werden, ebenso wie Zellen. Dies ist einem Forschungsteam der Stanford University tatsächlich schon gelungen und soll nun weiter perfektioniert werden. Dazu muss man verstehen, wie sie funktionieren. Denn, so die Idee, ließe sich eine Programmiersprache erfinden, um ihre Steuerung zu übernehmen. Krebs in einer Zelle ließe sich so also erkennen und der molekulare Computer könnte in diesem Fall das Kommando Selbstmord befehlen. Natürlich nur für die Krebszellen. Wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann verpasst ihr kein Video. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, bedroht künstliche Intelligenz die Menschheit mit den Gefahren, die von KI ausgehen. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.